Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Herz, Gold und Seelensilber hier bei Crush 4589. Und ihr hört es vielleicht schon. Mama! La! Neue Stimme! Yeah! Allerdings ist jetzt nicht das neue Mikrofon, was ich jetzt vor kurzem besorgt habe. Es ist immer noch das alte Mischpult-Mikrofon, ja. Das ist auch für PC kompatibel gewesen. Wie fail war das denn? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Aber jetzt, haha, gibt es also doch klare Stimme. Aber ich werde trotzdem mal schauen, ob ich bei meinem neues Mikrofon auch für den PC kompatibel machen kann, damit es noch qualitativ genauso gut, qualitativ auch noch etwas besser klingt. Aber das alte Mischpult-Mikrofon auch kaum Unterschied ausmacht, wird es bestimmt auch ziemlich gut bei euch ankommen, schätze ich mal, weil endlich, ja, jetzt bekommt ihr auch mal auch eine schönere Stimmqualität, auch über den PC, wenn ich jetzt nur, wo ich jetzt früher nur die raue Stimme von meinem Headset hatte, wo es so komisch klang und wo es so gerauscht hat, geht es jetzt endlich mal schön klarer weiter, ja. Sag ich mal so, ihr bekommt jetzt klare Stimme immer und überall. Yeah! Darüber könnt ihr euch jetzt freuen. So, weiter geht's nun auf Route 36. Ja, ich merke mir die Routen leider nicht, sorry. Und geht's gleich wieder los mit einem Trainer. Wir hatten letzten Part im Pokéathlon die Sprungpassagen ausprobiert und jetzt machen wir mit unserer Reise weiter. Wir haben da natürlich verkackt, so geht nicht mehr. Aber was soll's, ich wollte es auch nur demonstrieren, weil ich habe alle Spiele auch nicht mehr gekannt. Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Ein Psycho natürlich, ja. Glaubst du wirklich, du kannst es vielleicht? Und ich habe mal Quapsel nach vorne getan, weil ich möchte Quapsel bald wie möglich mal weiterentwickeln lassen, weil jetzt so wie es immer noch so schwach ist, da bringt es natürlich kaum was. Als Kapuzi könnte es dann schon mehr ausrichten und ich muss natürlich auch so schnell wie möglich schauen, dass ich einen Wasserstein finden kann, damit es bald auch ein Quappo werden kann. Natürlich darf ich es noch nicht zu bald entwickeln, weil sonst lernt es bald von selber keine neuen Attacken mehr. Da muss ich schon immer auf TMs setzen. Aber dann kann es auch jede Menge Kampfattacken lernen, weil dann habe ich ein starkes Kampf-Pokémon auf meiner Seite. Was? Trotz Regentanz? Was ist denn das für ein Vieh, ey? Und es senkt immer die Genauigkeit mit der blöden Blitzattacke aus. Anders kann es ja nicht. Finde ich aber auch nicht schön von dir, du Vieh. Also verschwinde! Und lass ich dich wieder blicken! Oh yeah. Natürlich könnte es auch sein, dass vielleicht die Stimme doch noch ein bisschen komisch klingt, weil ich habe da erstmals Einstellungen vorgenommen, bis so geht nicht, und habe rumgeguckt, ob ich meine Stimme irgendwie verbessern kann. Weil, oh nein, stimmt ja, wegen der blöden Genauigkeitssenkung. Ei. Ja, weil ich habe wirklich, oh nein, jetzt reicht's mir, ich muss wechseln, weil das geht mir so auf den... Ah ja, schon langsam, jetzt hört ihr schon auf. Silver Soul, jetzt darfst du mal sagen, was du drauf hast. Genau, du bist jetzt vor einiger, nicht allzu langer Zeit ein Togetic erst geworden. Jetzt kannst du auch mal zeigen, was du so auf dem Kasten hast mit Kopfnuss. Alter, ist die Initiative wirklich so schwach? Oder wie kommt das? Dass es gleich schon mit der Attacke anfangen muss. Das ist schon wieder Genauigkeit senken. Ja, nee, ist klar. Jetzt komm, das ist doch endlich zu fassen. Was ist denn das jetzt für ein Kacktrainer, mit dem ich es jetzt zu tun habe? Eieiei, das fängt ja schon wieder gut an. Jetzt treffe ich wieder nichts. Jetzt wollte ich schon... Nein, ich wollte wechseln, Mann. Alter, ich will wechseln. Jetzt bin ich wieder so hektisch, dass alles schief geht. Dass jetzt wieder alles schief gehen kann. Aber wenigstens bekommt jetzt mal klare Stimme von mir zu hören. Weil ich trage immer noch das Turtle Beach Headset auf meinen Kopf, aber auch nur, damit ich den Sound alleine hören kann. Und ansonsten bekommt er halt die Stimme jetzt übers, über mein Mikrofon zu hören. Ich hoffe, dass die Stimme laut genug ist, weil ich habe das Gefühl, dass der Pegel sich nicht wirklich so richtig steigert und dass ich ein bisschen zu weit anscheinend entfernt bin. Das Mikrofon eh schon zu mir ziemlich nah hingestellt mit dem, Popschutz. Ich hoffe, dass es noch passt mit der Stimme und allem drum und dran. Wenn nicht, ich kann natürlich auch die Stimme dann immer wieder über Camtasia stärker separat nochmal bearbeiten und Lautstärke erhöhen, aber
Über Fraps geht es leider nicht mehr. Da muss ich halt gucken, dass ich da wirklich möglichst alles genau austeste. Ich muss dann noch über Fraps testen, was ich noch machen kann. Aber erstmals wird alles über Camtasia aufgezeichnet. Also, was ich über Camtasia aufzeichne. Zauberblatt, das ist geil. Eine Attacke, die niemals daneben gehen kann. Komm, vergiss... Tackle braucht kein Schwein mehr. Werde ich jetzt wahrscheinlich bereuen, aber was soll's. Yay. Nein, Fehlanzeige. Könnte ich die Garten, wenn ich das lesen würde, ich auch mehr reißen. Ja, aber das tust du eben nicht. Auf dieser Route finden wir außerdem noch unser fünftes Teammitglied, weil es war eigentlich geplant, dass ich ein anderes Feuer-Pokémon mir hole. Ich wollte mir nämlich, erst sehr viel später mein Feuer-Pokémon holen, aber, ja. Das wäre wirklich viel zu spät, zum Beispiel Ponita wollte ich mal ausprobieren, aber das Pokémon ist der erst so, geht es erst so spät, da denke ich mir, okay, ich hole mir doch wieder das, dieses eine Pokémon, was ich schon in Schwarz und Weiß 2 meinen ersten Pokémon-Display verwendet habe. Aber zuerst kommt mal der Schüler hier. Ich bin gegen jede Art von Pokémon-Trainer gewappnet. Ach echt, glaubst du? Das wollen wir mal sehen, mein Freund. Schulkind Holger. Er ist schon gegen meinen Quapsel leider gewappnet, leider Gottes. Aber vielleicht kann ich es mit Hypnose. Ja, wenn es treffen würde. Ja, herrlich, es läuft wieder. Wenn es läuft, dann läuft's. Jetzt ist meine Quapsel wieder vergiftet. Und erst jetzt trifft es mit Hypnose. Und bestimmt, wenn ich gerade in Heilung die Vergiftung heilen möchte, dann wacht dieses Tangela wieder auf. Oh, es ist so herrlich. Aber ich kann mich über sowas jetzt nicht aufregen, weil ich bin halt froh, dass ich jetzt doch herausgefunden habe, dass man... Obwohl, das hätte ich schon längst ausprobieren sollen. Vergiftung, ja, okay. Hätte ich schon lange ausprobieren sollen, dass mein erstes Mischpult-Mikrofon auch für den PC kompatibel ist, aber... Das war halt mein eigener Fehler. Ja, toll, es wacht sofort wieder auf. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja verdammt nochmal gesagt. Shit. Ja gut, okay, dann muss ich schon wieder wechseln. Alter, heute läuft ja gar nicht mal so gut. So, aber jetzt wird's Zeit. Dass es endlich mal klappt, so wie ich es mir vorstelle. Sondersensor! Natürlich ist es ja eine Pflanze, also bringt das nicht nur wenig eigentlich. Weil wenn es Pflanze Gift wäre, dann würde der Sondersensor natürlich... sofort diesen Tangela den Gnadenstoß geben. Aber ich freue mich schon, wenn Togetic endlich mal eine Flugattacke erlernt. Weil als Flug-Pokémon kann es bestimmt auch schon mehr ausrichten. Geil, 301 Erfahrungspunkte. Habe ich mich etwa verrechnet? Sieht wohl ganz so aus, mein Junge. Ich darf immer mit der Nase tief in meinen Schulbuch herumfüllen. Nach unten schaue, sehe ich auch dabei ab und zu Items auf dem Boden. Hey, was sagst du? Das nächste Item, das ich finde, gehört dir. Glaubst du, eine Telefonnummer? Nope. Ah, noch nicht da. Wir kommen in der Lernpause. Ich habe keine Lust jetzt auf noch mehr Anrufe. Ah! Hahaha! Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir was erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist er vor Schrecken zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du noch mehr Wasser darüber kippst, zeigt es dir bestimmt aus seiner wahren Gestalt. Los, schütte immer mehr Wasser über die Mütze. Mach schon, mach schon. Ja, bei diesem Baum handelt es sich nämlich... nicht um ein Pflanzen-Pokémon. Es ist ein Pokémon, aber nicht ein Pflanzen-Pokémon, sondern... Es ist ein... Mogelbaum! Genau, ein Mogelbaum. Versuchen wir auch mal zu fangen. Mogelbaum sind nämlich von Typ Gestein. Die tricksen damit nämlich ganz schön gerne. Gut und gerne. Ich setze da sicher jetzt ein Safe State, weil ich möchte das Pokémon auf jeden Fall fangen, weil ich glaube, dass der Aquaknarre den Mogelbaum ganz schön schaden könnte, obwohl es ja eigentlich stark sein müsste. Augenblickchen. Das seht ihr dann leider auch, weil ich wüsste jetzt... Weil ich habe, wüsste jetzt nicht die Abkürzungstaste. Ah, jetzt wollte ich schon den Safe State laden. So. So, gespeichert. Nächstes Mal versuche ich es dann über Abkürzungstasten. So, dann schauen wir mal. Aquaknarre, wie viel das bringt. Wenn es ein Volltreffer wäre, dann ist es eh schon down. Ja, noch lieber mit Volltreffer. Jetzt erlernt es selber natürlich auch Aquaknarre mit Mimikry. Aber es ist schon komisch. Ein Baum wie dieser, der ist tatsächlich nur bloß ein Gestein-Pokémon. Es ist nur bloß ein Gestein-Pokémon. What the fuck? Shit, jetzt wollte ich noch mit Hypnose. Ah! Shit.
Ja, das war auch schlau, weil es ist ein Gestein-Pokémon. Ah, was ist? Habe ich noch Beleber? Ich habe keinen Beleber, was soll das? Kopfnuss. Schauen wir mal, wie viel das bringt. Hoffentlich nicht zu viel. Ne, nicht mal im Ansatz. Alter, ich scheiß die Wand an, das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder zum Pokémon Center zurück, aber zum Glück ist er... Wow, nein, nein, nein. Muss ich dann wieder zum Pokémon Center zurück. Zum Glück ist direkt rechts nebenan Azalea City. Da kann ich mein Pokémon wieder heilen. So, jetzt probieren wir mal... Oder haben wir noch einen Status? Nein, ich glaube nicht. Probieren wir mal einen Superball. Mal sehen, ob sich dieses Mogelbaum gleich fangen lässt. Komm, 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 mein Mogelbaum. Natürlich nicht. Weil der Extrasorte. Alter Schwede, ist dieses Vieh wieder verdammt assi. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht meine ganzen Superbälle mit diesem einen Mogelbaum verbrate, weil ich brauche noch ein paar Pokebälle für ein gewisses Team-Pokémon. Drei, komm, 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 komm. Na also, ich habe einen Mogelbaum gefangen, yeah. Dann schauen wir mal, was der Pokédex so schönes über das Mogelbaum zu sagen hat. Mogelbaum, das Imitations-Pokémon. Die weiterentwickelte Form von Mobile. Obwohl es vorgibt, ein Baum zu sein, kommt seine Zusammensetzung einen Stein näher als eine Pflanze. Ist ja klar, Losbrühe. Und deshalb ist es auch ein Gestein-Pokémon. Spitzname, wer möchte Mogelbaum sein? Puh. Schwierig. Den habe ich denn noch gar nicht hergenommen. Also ich habe schon einige durchgestrichen. Wenn, dann nehme ich... Matthew. Habe ich vielleicht auch schon hergenommen, aber... Habe ich gar nicht durchgestrichen, also glaube ich, dass ich noch gar nicht habe. Matthew Brückner. Und da ist er auch zum Glück männlich ist. Ich hoffe auch, mein nächstes Team-Pokémon wird männlich sein, also sofort männlich sein, wenn ich es treffe. Matthew, also mit W. So. Brückner lasse ich aus. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Mogelbauer, Matthew. So, dann streiche ich dich jetzt auch mal aus der Liste. Natürlich kann jederzeit noch mehr von euch kommen. Falls überhaupt noch mehr kommen, weil in letzter Zeit wird leider Pokémon auch viel zu wenig geguckt. Was mich eigentlich ein bisschen bitter trifft, weil Pokémon ist eigentlich eines der beliebteren Projekte bei mir, aber meine aktuellen, aber okay, was soll's. Kann man nichts machen. Hahaha, das war vielleicht ein Spaß. Hier ist ein Dankeschön dafür, dass du so gut unterhalten hast. Du machst dich hier über meinen Schmerz, machst dich über meinen Quapsel lustig, bist du bescheuert? Ich soll dich hier unterhalten haben? Mein Quapsel ist getötet worden von diesem Vieh. Und du fühlst dich dabei unterhalten? Oh! Behalte ein bescheuertes Pflanzset. Ein Pflanzset ist ein Kinderspiel, Bären aus einer Region anzupflanzen. Ach ja, richtig. Hier, ich gebe nur noch ein paar Bären dazu. Mit dem Pflanzset allein würdest du nicht so weit kommen. Naja, Sinibären nehme ich schon an, weil die brauche ich nämlich. Persifbären. Wenn es den Bären etwas wachsen soll... Musst du sie in den Erdboden einpflanzen? Gelegentlich wäre es ein Eisgar, ich werde mal die Karte City zurückkehren. Und du, willst du nach Dixie City gehen? Dann musst du von ihr aus nach Norden. Also dann, bis irgendwann mal. Ja, verschwinde bloß. Ach, Clarin, was willst du denn wieder? Hallo, hier ist Clarin, wie geht es dir? Solltest du Pichu bei dir haben, dann nimm es doch ins Tanztheater von Dixie City. Es möchte bestimmt sofort anfangen zu tanzen. Ein Pichu und tanzen? Echt jetzt? So. Achso, der hat immer noch den Zertrümmerer. Das ist der Zertrümmerer-Typ. Ja. Ich weiß. Der Mercury-Baum ist wie vom Erdbaum verschluckt. Was war das? Das war ein Pokémon? Na, wenigstens kommt. Vielleicht eine Tixi, die du erreichst die Stadt, wenn die Stelle, wo dieser merkwürdige Baum Weg versperrt hat, nach Norden läuft. Ich weiß. Und trotzdem stehst du immer noch hier rum. Na gut, wir gehen jetzt auch nach zuerst mal nach Viola City, denn wir wollen dort unsere Pokémon heilen. Wenn ich das Pokémon Center finden kann. Warum benutze ich eigentlich das Fahrrad? Das geht ja viel schneller. Da. Gut. Also jetzt klappt es mal. Ich hoffe wirklich, dass jetzt die ROM, die was ich habe, wirklich von Abstürzen und Fehlern frei bleibt. Weil ich glaube, der einzige Fehler war jetzt so dieser Lag dazwischen, aber ich glaube, ansonsten ist der nichts Gravierendes zu sehen. So, jetzt kann mich Quapsel auch wieder begleiten, das ist gut, das ist sehr gut. Naja, okay.
Ich schätze mal... Ich schätze mal, wenn das jetzt wirklich von Abstürzen frei bleibt, dann habe ich jetzt endlich mal... Kann ich jetzt endlich mal in Ruhe damit weiterzocken und auch, auch in Ruhe Let's Playen, so wie es sich gehört bei mir. So, wir sind jetzt mal... Route 37, glaube ich, ist das, oder? Ist wahrscheinlich jetzt ein Trainerschild, oder? Nein, ich will jetzt nichts davon wissen. 37, genau. Hey, ich wollte... Warum muss er sich jetzt nach unten drehen? Ich wollte mich hier umgucken nach einem Pokémon. Pokémon kann ich da gehen, wenn sie schlafen. Gleich merkst du, wie furchtbar das ist. Das kann ich dir noch zeigen, wenn Quapsel... Das siehst du dann gleich, wenn Quapsel erstmal Hypnose einsetzt. Da hat ein Traumator, naja. Gegen Psycho-Pokémon habe ich ja immer noch kein probates Mittel dafür. Aber da in der Arena von Teak City bekommt man ja bald was. Mann, triff doch! Ja, nee! Und da wird Hypnose sogar noch... Du Asi. Body Slam! Da werde ich dich eben versuchen zu paralysieren. Bringt sogar was. ja, klar doch. Komm, jetzt wach doch auf, du Lappen. Setzt ja schon Traumfresser ein, ich glaub's ja nicht. Nee, oder? Na, wach doch auf, Mann. Ja, wieso noch mehr Aussitzer, ne? Ich glaub, mehrere Attacken auf einmal kann man nicht blockieren, wenn ich mich nicht täusche. Shit, ich kann gar nichts machen, weil ich Quapsel einfach nicht aufwachen will. Das Tangela von den Typen da ist sofort aufgewacht, aber... Bei mir muss halt Quapsel umso länger pennen. Das ist echt klar, wie kurz früher. Das ist immer dieses typische Pech. Der CPU hat immer so viel Glück und ich habe immer so viel Pech. Das Spiel hat immer so viel Pech, aber was soll's. Jetzt darf Quapsel endlich mal das nächste Level erreichen. Ich dachte schon, warum da 370? Weil ich dachte, dass es mehr bringt, dieses Traumato. Egal. Kampf ist gute Taktik. Pokémon Schlaf zu versetzen oder sie zu paralysieren. Ich glaube mir, das ist mehr bekannt. So eine ähnliche Taktik habe ich ja schon in den anderen Arenen verfolgt. Das erste Pokémon ist hier mal Damhirplex. Das findet man hier am häufigsten. Eigentlich ein ganz cooles Pokémon, aber nicht so wirklich mein Fall. Also ein Team-Pokémon wird es garantiert nicht. Darauf könnt ihr euch schon mal verlassen. Gut, dann werden wir mal trotzdem versuchen, es zu fangen. Warum trifft Hypnose nie? Das ist echt so scheiße. Ja, jetzt trifft doch mal. Ja, nee, oh, der trifft immer sofort auf der Stelle. Ich kann das echt nicht mehr tragen. Soll ich vielleicht speeden dazwischen, damit es schneller aufwacht, weil ich möchte nicht zu lange Zeit damit verbringen. Ja, oh Mann, Quapsel, wann... Es wird echt Zeit für dich, dass du dich hier mal weiterentwickelst, weil so wie du lapphaft dich anstellst, das ist echt nicht mehr mit anzusehen. Wird echt Zeit für dich, wird echt Zeit. Au, hörst du mal auf damit? So, wahrscheinlich wenn ich jetzt Aufwecker einsetze, dann setzt es wieder Hypnose ein. Ja, da wolltest du es gerade wieder einsetzen. Mann, jetzt wach doch auf, du Penner! Wach auf! Und wieder drehst du dich das... Das ist doch nicht... Triff doch mal endlich! Na, endlich mal! Verdammt nochmal, nach hunderten von Versuchen. Wurde auch mal Zeit. Das ist echt nicht zu fassen. So, jetzt mal Body Slam. Bam! Schauen wir mal. Naja, aber noch ein Treffer und dann müsste es in genau den richtigen Bereich sein. Wahrscheinlich wacht das jetzt gleich wieder auf, ich wette drauf. Nein, es schläft noch. Aber jetzt noch ein Angriff wäre zu viel. Also versuche ich jetzt schon mal einen Ball, weil wenn es schläft, dann ist die Fangquote, dann ist es umso leichter zu fangen. Superball versuche ich nochmal. Wenn ich wieder in Teak City angekommen bin, werde ich versuchen, hauptsächlich mir Bälle zu kaufen. 1, 2, 3 und... Immer dann. Aber es schläft noch, okay. Was soll ich jetzt mal mit einem Freundesball? Vielleicht wird es dadurch freundlicher. Okay, jetzt komm. Bleib mal da drin. 1, 2, 3. Ja, was ist denn? Hör auf!
toll. Jetzt wacht es wieder auf und das ist wieder alles am Arsch. Und wenn ich wieder Hypnose versuche... Nein, nicht Body Slam, bist du bescheuert? Ich um mein Reaktionsvermögen. Verdammte Kacke nochmal, ey. Ach, das gibt's wohl nicht. Und da kommt gleich das nächste. Das ist es weiblich. Oder war es schon vorhin ein weiblich? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ist auch egal. So ist nochmal mit Body Slam. Der Bedroher vermindert hat den Angriff. Das ist mir auch schon aufgefallen. Warum trifft es immer sofort mit Hypnose? Der Gegner trifft immer gleich auf der Stelle mit Hypnose und ich immer erst nach dem vierten Versuch. Es ist so typisch. Ich kann mich immer wieder darüber aufregen. Na gut, jetzt komm mal Donnerwelle. Damit es wenigstens mal paralysiert ist, weil das geht mir schon so auf die Nerven, dieses Vieh. Und bleib jetzt auch bitte paralysiert. Donnerschock. Weil Donner wäre, glaube ich, zu viel. Schau mal. Vielleicht noch ein Tackle da drauf. Ja. Jawohl. Passt schon. Also, alle meine, jetzt sind so viele meine Pokémon schon so angeschlagen, dass es unglaublich ist. So, bitte jetzt. Bleib im Ball, um Himmels Willen. Okay, Daumen drücken und 1 und 2 und... Ey! Komm, es ist diesmal im roten Bereich. Warum befreit es sich jetzt umso schneller? Ach, komm, es ist... Ja, paralysiert ist ja nicht so gut wie einschläfern, aber trotzdem. Mann, es pennt sogar noch mein Warte. Ich könnte kotzen. Ich könnte so dermaßen kotzen, weil es hier alles so schief geht. Komm, jetzt bleib. Bleib um Himmels Willen da drin. Was ist denn das? Hallo! Du blödes Drecksvieh, ey! Meine ganzen Bälle, ey! Bleib da drin, verdammt nochmal! Was ist denn da so schwer? 1, 2, 3, komm! Dankeschön! Vielen, vielen Dank für Ihre Kooperation! Beehren Sie uns bald wieder! Not! Und das ist weiblich, das ist scheiße. Damir Blex, das Wielender-Pokémon. Sein geborenes Geweih generiert via Luftänderung einen Raum, in dem die Wirklichkeit verzerrt wird. Oh je. Yeah. Okay, dann wird's wieder Zeit für ein Männlichkeitszeichen, weil ich habe ja eigentlich nur aktuell männliche Zuschauer. Sicher, ihr werdet jetzt einige... Sicher, wahrscheinlich irre ich mich jetzt brutalst, aber... Die Weiblichen schreiben mir ja keine Kommentare, also... Woher soll ich das denn wissen? So, mal schauen. Enjoy Sky Kai. Manuel, ich das. Ich glaube nicht, dass ich dich schon mal hergenommen habe, aber... Deshalb wirst du jetzt Damir Blex sein. Manuel. Sie gewünscht ist Damir Blex. Gut, ein weiterer Spitzname verteilt und aus der Liste gestrichen. So. Gut. Und jetzt eigentlich zu dem, was ich eigentlich schon die ganze Zeit haben wollte. Das bist du jedenfalls nicht. Ein Tauboga möchte ich jetzt gerade nicht haben. Oh mein Gott, mein Pokémon ist schon so angeschlagen. Oh, Tauboga ist auch voll der Cheater, auch auf Level 15 schon. Naja, kann man nichts machen, so ist es nun mal. Zwei Pokémon, die pennen, es ist echt nicht zu fassen. So, wacht auf, ihr beiden Faulpelze, es gibt Arbeit. Man, also ein Tränken und anderen Heilungsgegenständen fehlt es mir ganz schön, aber es liegt auch daran, dass ich nicht so viel Kohle bekomme fürs erste noch. Ich bräuchte wirklich sowas wie Münzamulett, um die Kohle jedes Mal verdoppeln, das Preisgeld jedes Mal verdoppeln zu können. Sonst komme ich nicht weit mit der Zeit. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit 3 Pokémon und dann werde ich offscreen nachsehen, wann endlich mein nächstes Team-Pokémon erscheint, weil ich möchte es endlich mal sehen. Komm. Also 5 erstmals. Das erste ist Damirplex, ist schon mal ein Fail.
bist also nicht das, du bist also nicht das Pokémon, das ich suche. Und das zweite ist... Komm, was ist es? Nochmal Damherplex. Der zweite Fail. Ha, ja, wenn's läuft, dann läuft's. So. Das dritte Pokémon, was haben wir hier? Schon wieder Taubsi. Kann auch sein, dass das Pokémon erst in der Nacht auftaucht. Das wäre aber auch nicht gut, weil... Jetzt gerade, da müsste ich wieder offscreen die Uhr umstellen. Okay, schauen wir mal. Nächstes Pokémon ist... Ja, da ist es! Aha, da ist es! Augenblick, ich muss mal schauen, ob ich Save State setzen kann, weil das Pokémon muss ich haben. Das ist unser fünftes Teammitglied, Fukano. Ja, welches dann zu einem stolzen Arcani wird. Eins der geilsten und besten Feuer-Pokémon überhaupt. So, Save State. Kann auch passieren, dass ich da versehentlich jetzt noch den State lade, den ich jetzt gerade ein Safe State nochmal lade. So. Hypnotisiere es. Und es ist zum Glück männlich, aber es fehlt nur noch das Wesen. Jetzt muss ich das mir auch noch angucken, ob das auch gut genug ist. So. Ja, schlaf schön. Gut. So, und jetzt mal schauen. Aquaknarre, das wird es bestimmt nicht komplett bashen, weil ich denke, Fukano ist dafür viel zu zäh. Oh ja, perfekt! Yeah! So, dann schauen wir mal. Superball. Herzlich willkommen! Fukano. 2 und 3 und... Wir haben ein Fukano! Yeah! Unser Feuerteammitglied. Endlich, nun haben wir auch ein besseres Mittel gegen Pflanzen-Pokémon. Fukano, das Hund-Pokémon. Es ist von Natur aus tapfer und vertrauenswürdig. Es scheut nicht vor starken Gegnern zurück. Cool. Ja, und da gibt es jemanden, der bestimmt sich darüber freuen würde, ein Fukano zu sein. Denn er hat bei seinem YouTube-Avatar letztes Mal noch ein Victini verwendet. Also ein legendäres Feuer-Pokémon. Ich meine, aktuell verwendet er jetzt ein anderes Pokémon bei seinem Avatar, aber ich denke, bei seinem YouTube-Avatar, aber ich denke, du wirst dich auch darüber freuen, wenn du schon Victini gemocht hast, dann würdest du auch bestimmt Fukano mögen. Deshalb wird Fukano Enjoy sein. Genau. Enjoy. 2578, genau, 2578. Herzlichen Glückwunsch, du bist unser fünftes Teammitglied, Fukano. Yeah. Aber jetzt möchte ich hier wieder raus. Ich möchte mir mein Fukano jetzt holen. Aber das muss jetzt... Aber jetzt muss dieses Pokémon trainiert werden. Und jetzt... Oh mein Gott. Dann werde ich beim Arena-Leiter diesmal underleveled sein, wenn ich jetzt mich nur noch auf Fukano konzentriere. Eieiei, das wird vielleicht was. Komm jetzt hier raus, dankeschön. Wie schön, dass jetzt wenigstens Atelier City direkt nebenan liegt und ich mit dem Fahrrad auch ganz fix hinkomme, wenn mir nicht alle im Weg stehen würden. Ich könnte natürlich auch speeden dazwischen, aber nee. Ach, das braucht es nicht. Ach, Fail da drüben. Ich fahre jedes Mal in dieselbe falsche Richtung. Das ist so lol bei mir. Okay. Dann schauen wir mal. Und welches Pokémon tue ich jetzt dafür raus? Jetzt brauche ich jemanden, der Zertrümmerer kann. Ein VM-Opfer. Zu Schneider. Zertrümmerer müsste einer auch kommen. Wer kann Sichlor? Sichlor kann jetzt ein Schneider. Wer kann es auch Zertrümmerer? Ach, cool. Schauen wir mal. Dann wird halt Sichlor jetzt erstmals ein VM-Opfer sein. Es hat auch letztes Mal das Käferturnier für uns gewonnen. Ich hoffe aber auch, dass es Zertrümmerer lernen kann. Schauen wir mal. Zertrümmerer! Müsstest du auch stark genug sein, um zu zertrümmern. Oh! Yeah! Das gefällt mir doch!
Bingo, Baby! Geil! Dann habe ich ein weiteres gutes VM-Opfer. Zum Schneider und so. Zum Schneider und Zertrümmerer natürlich. Und stärker könnte es möglicherweise auch sein. Energiefokus. Ja, tu das weg, bitte. Cool. Oh, Fukano trägt auch noch ein Item. Da bin ich mal gespannt. Schauen wir uns das mal an. Ah ja, erstmal sein Bericht. Fragia-Beere. Welches Wesen hat es denn? Also die... es hat das Wesen... Na, wo steht das denn nochmal? Hinterhältig. Also zart, nein, es hat ein zartes Wesen. Okay, und das bedeutet, dass jetzt die Verteidigung gesenkt wird und dafür Spezialverteidigung angestiegen, also die Spezialverteidigung ansteigt. Ja, okay, dann ist es viel mehr auf Spezialverteidigung getrimmt. Mir wäre es lieber, ich hätte es auf Spezialangriff oder Angriff auf Spezialangriff getrimmt, aber was soll's. So. Dann ist es halt so. Passt schon so. Also ich denke, mit den Pokémon werde ich trotzdem meine Freude haben. So. Nicht wahr, Fukano? Du wirst schon jede Menge Siege für mich erringen können. Ja? Es geht einmal ausgiebig. Oh je. Hast du kaum geschlafen oder was? Ja, ich könnte sogar schon Schaufel oder Felskörper lernen. Ich würde vorschlagen, dass ich jemanden mal Schaufler beibringen könnte. Das wird auch mal Zeit, eine Bodenattacke. Oh, Quapsel kann es auch, aber... Wisst ihr was? Enjoy. Soll die Ehre zuteil bekommen, einmal eine Bodenattacke einzusetzen. Ich weiß aber nicht, ob es auch Erdbeamer lernen kann als Arcani. Ich denke aber schon, dass dem so sein dürfte. Wenn ich jetzt eine Pflanzenarena oder eine Käferarena hätte, dann würde ich mit Fukano rocken, aber... es kommt ja demnächst noch eine Eisarena und eine Stahlarena, dann wird es auch erst richtig rocken können. Aber ich brauche auch bald einen Feuerstein dafür. Den müsste ich mir auch hoffen, den müsste ich mir auch noch besorgen demnächst mal. So. Was? Es kann nicht Felskrab? Wahrscheinlich dann erst später. Ah, Kacke. Steht's mit Kehrtwende? Kehrtwende wäre jetzt auch eine gute Attacke, weil ich glaube nicht, dass es die kann. Nö. Kurze Kniege. Weil dann könnte er sich auswechseln und gleichzeitig selber Schaden zufügen. Und Gegenstoß, das ist eine Unlichtattacke und setzt sie erst noch einen gegnerischen Angriff ein. Das bringt auch nicht viel. Nee, lass mal so. Ich denke, Schaufler passt schon so. Weil dann hat sie mir wenigstens mal eine gute Bodenattacke drauf. Kann so auch gegen Gift-Pokémon was ausrichten. Ja, cool. Ein Fukano. Damit haben wir schon 5 Teammitglieder. Das letzte Teammitglied gibt es aber erst nach dem 7. Orden. Das dürfte also noch sehr, sehr lange dauern bis dorthin. Aber vielleicht bekomme ich es ja schon vor in der Safari-Zone, weil es gibt ja auch eine Safari-Zone exklusiv in diese in Pokémon Herzgold und Seelensilber. Also wurde auch exklusiv in Herzgold und Seelensilber wieder eingeführt. Wäre auf jeden Fall cool, ich würde sie abfeiern. Ach nein, ich wollte jetzt nur kurz rein und die Aprikokos mal überprüfen. Oder ob da noch ein Weg wäre, wo vielleicht noch Trainer dazwischen auf einen warten. Ja, es ist Bedroher. Das ist gut. Das ist geil. Habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass es Bedroher hätte. Na schön, vielleicht sollte ich mal dazwischen Schutz einsetzen, falls ich einen habe, weil ich möchte mich jetzt auch nicht die ganze Zeit über von irgendwelchen wilden Pokémon belästigen lassen. Es sei denn, es kommt jetzt ein Darmherplex und es hat ja noch Level 15. Ja, das sage ich gerade. Da kommt jetzt ein Level 15 Pokémon. Nee, Tauboga ist ja noch schlimmer. Kann ich fliehen oder wird es mich vorher noch penetrieren? Ich glaube nicht, dass ich fliegen kann. Nope. Dafür ist meine Initiative anscheinend zu schwach. Soll ich laufen? Boah, trotz Angriffssenkung, Mann! Lass mich! Hilfe! Lass mich! Alter, nicht mein Fukano! Lass es in Ruhe! Shit! Durch ein Pokémon schon so viel KP verloren, ich glaub's ja nicht. Hier, trink einen Supertrank. Geht's dir wieder besser. So ist der Top 14 für die nächsten Kämpfe. Weil ihr den Arenaleiter wird heftig.
Ich wollte gerade sagen, dass es mit Schaufler da gegen was ausrichten kann, aber geht ja nicht, weil der Arena hat halt Pokémon, die Schwebe beherrschen, obwohl sie Gift-Pokémon sind. So, Doppelkampf! Der erste. Hier kommt ihr! Ich lege los! Ach ja, dann zeig mal, was ihr drauf habt, Mädels. Zwillinge, Lara und Lea. Oh mein Gott, Voltilam und... Naja, wohl. Gegen Meryl könnte ich ja noch mit Vati kämpfen. Aber... Ob Vulcano? Ja, es hat der Schaufler! Bin also perfekt vorbereitet. Donnerschock! Ach, das Meryl zur Schnecke. Jetzt wollte ich gerade was anderes sagen, aber jetzt fiel es mir auf Anhieb nicht ein. Okay, was soll's. Hehe. Daneben. Ich setze dich lieber Donnerwelle ein, weil Statik, wegen Statik und so. Ja, Vulcano wird jetzt wahrscheinlich Statik voll abbekommen, aber was soll's. Mit Schaufler kann es dann jetzt einiges an Schaden anrichten. Bam. Bringt das? Ih, nicht schlecht. Ich hab's ja gesagt, Statik! Ah! Doppelte Paralyse natürlich. Glut tut gut. Und noch ein Donnerschock hinterher. Schkbum, peng. Und tschüss, Lutscher. Oh yeah. Den ersten Kampf hat es schon mal gewonnen. Super Marge! Verloren! Du bist für mich jemand doch verloren. Ihr habt gemeint, ihr kämpft und doch verloren. Ja, was erwartet ihr? So, noch ein Doppelkampf? Aber vorher Paralyse, Paraheiler. Nutze ich die Chance und heile schon mal mein Pokémon, wenn ich schon dabei bin. Ich glaube, dass es eher besser gewesen wäre, wenn ich Vulcano offscreen trainieren würde. Oh, du bist aber niedlich. Darf Tantchen mit dir spielen? Ey, wo verhältst du mich für ein Kind? Mal sehen, was ein junger Hüpfer wie du so drauf hat. So jung bin ich gar nicht mehr. Ich bin schon 24, Mann. Schönheit Melina und Schönheit Aline. Nein! 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 Ich dachte, ich hätte den Fehler endlich ausgebügelt. Nein, das gibt's doch nicht. Es geht einfach nicht ohne Abstürze, egal was ich mache und egal welche Rom ich verwende. Scheiße. Bis gleich. Also hoffentlich klappt es jetzt mal, weil... Das ist echt der Wahnsinn. So, die beiden Schönheiten setzen gleich auf ziemlich starke Pokémon. Die beide ziemlich hart in ihm sind. Deswegen setze ich gleich mal aufs Vollste und setze im Donner ein, was leider nicht trifft. War auch klar wie Großbrühe, weil Donner ist wirklich so gut wie gar nicht treffsicher. Aua. Ah. Muss ich mich kurz mal wieder richtig setzen. Das Mikrofon zu mir. Okay. So, Donner, bitte sag mir, dass du jetzt triffst. Tschak, boom, peng. Das haut doch richtig schön rein. Boah! Verdammt. Aber leider nicht ganz ausgereicht. Jetzt kommt erstmal Schaufler. Und tschüss. Und wehe, wenn es jetzt wieder dazwischen abstürzt, weil irres. Ah, der da noch ein. Verdammt. Sind gleich wirklich ziemlich harte Pokémon. Aber mal im Ernst, warum? Ich dachte, ich hätte endlich mal eine ROM gefunden, bei der Abstürze verhindert werden. Aber irgendwie geht das anscheinend nicht. Das ist, glaube ich, jedes so. Aber wie kommt es dann, dass andere Let's Player da keine Abstürze erleiden bei sowas? Und ich schon. Ich kapiere das nicht. Das kann unmöglich am PC liegen. Das kann auch nicht am Emulator liegen. Das ist irgendwie die ROM. Das finde ich so scheuern. Das wird jetzt so bescheuert. Nee, Vitalglocke, oder? Damit heilen sie sich ja wieder mit der Zeit. Haha. Vitalglocke heilt er, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
So. Ey, ist immer gut hier, hör auf damit. Mann, viermal schon wieder treffen, das geht echt gar nicht. Nein, ist noch nicht down, ist verdammt nochmal nicht down. Okay. Ich muss jetzt am besten Donner nochmal gegen das zweite Pixie ein. Bäm. Sehr schön. Und dann macht Vulcano das letzte down. Oh, Metronom. Ha, Bärenkräfte, was bringt das? So, das eine Pixie ist endlich weg. Und ein Level Up für Vati. Vielleicht hoffe ich auch mal bald für Vulcano, das wäre echt nicht schlecht. So. Blut tut gut. Und Donnershock draufhalten. So, jetzt habe ich Donner wieder eingesetzt. Ich wollte Donnershock einsetzen. Ach, was soll's. Ich habe sowieso vor, nur Blut einzusetzen, nur zu den Informationen. So. Also jetzt nochmal Donnershock. Das würde ich eigentlich ursprünglich einsetzen. Jetzt kommt noch hier zweites Knuddeluff dazu. Ich habe ja gesehen, die haben ja zwei Pokémon. Yay, Level 15. Schön. Ja, ich weiß, dass da kein Ziel ist. Das ist so blöd, dass es dann sofort angreifen muss, obwohl da kein Ziel mehr ist. So, nochmal Donner und das war's. Na komm! Nicht daneben hauen, bitte. Alles nur nicht das. Gott, warte, ist gleich down. Bitte, treff. Nein! Bitte! Mach ja nicht dieses Knuddeluff fertig. Wow, der Vulcano, mach du das Knuddeluff fertig, bitte. Au. Komm. Yeah. Chuck. Ich sollte mir wirklich dann für Vati ein Item holen, womit Donner leichter treffen könnte. Also was bewirkt, dass Donner leichter trifft, wie so eine Groß- oder Summ-Linse. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Linse genau war. Egal. So, einen weiteren Doppelkampf haben wir mal bestanden. Und ich hoffe, dass jetzt bei der Absturz wegbleibt. Weil das kann nicht wahr sein. Ich dachte ernsthaft, ich hätte jetzt mal was, womit das verhindert wird. Weil ich frage mich, wovon das jetzt abhängt, bitteschön. So, da sind wir schon in Teak City. Unseren nächsten großen Ziel. Aber was wird uns dort alles erwarten? What the? Achso, ich dachte schon, ein Schutzschild ab, da weiß das hier. Bill, genau. Ah, ja, genau. Habe ich auch schon beinahe vergessen. Ich heiße Bill und wer bist du? Oh, Lyra lautet das der Name. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Aber ganz allein mein Verdienst ist natürlich auch nicht. Du kennst doch die Höhenregion, oder? Dort wohnt jemand namens Lanette. Sie hat das Lagerungssystem um einiges benutzerfreundlicher gemacht, als es in meinen ursprünglichen Entwürfen war. Wenn wir auch weiterhin uns das Beste geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch noch in Zukunft noch sehr viel mehr verbessern. Ich glaube, ich sollte es langsam mal wieder zurück nach die Cardia City. Ich will mal wieder nach Hause. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen. Bis dann, mach's gut, tschüss. Ciao. Ja, und wenn wir in Ducatia City sein Haus aufsuchen, dann bekommen wir von ihnen sogar ein Evoli. Das wäre eigentlich mein nächstes Teammitglied gewesen. Ein Flamara hätte ich mir zuletzt noch überlegt, aber bis dass ich einen Feuerstein bekomme, dauert das noch eine Weile. Und ich möchte da ohnehin schon mal garantiert ein Feuer-Pokémon haben. Und Vulcano ist dafür schon mal prädestiniert. So. Das war's erstmal für diesen Part. War wieder eine lange Geburt. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wo wir uns in Teak City noch genauer wo wir uns in Teak City genauer anschauen werden. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Danke fürs Gucken, wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!